Hey ihr Häschen, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Beim letzten Mal haben wir den aktuellen König der Bettler wieder gesehen, diesen ekelhaften Schleimpinkel. Diesen Pädophilen. Und heute geht's mal wieder ein bisschen mit der Hauptquest weiter. Sequenz 6, Erinnerung 2, Templerüberfall. Elise ist im Begriff, in einen Hinterhalt der Templer zu laufen. Sie muss gefunden und vor dieser Untat gewarnt werden. Belohnungen? Ein maßgeschneiderter mittelalterlicher Umhang. Mal gucken, was ist, was der so verbessert. Elise? Elise! Elise! Komm, in dem Haus ist schon seit langer Zeit keiner mehr. Wie war das? Hotel Voisin? Merde. Ach, die Franzosen, die sind schon manchmal putzig. Wenn die Merde sagen, soll das Scheiße heißen, aber eigentlich heißt Merde bloß schlecht. Die trauen sich nicht so wirklich, richtig schlechte Wörter in den Mund zu nehmen, habe ich so manchmal das Gefühl. Guten Tag, ich tanze mal eben auf dem Tisch herum. Und dann verlasse ich den Raum durch das Hinterfenster. Auf Wiedersehen! Wird sie von Vertretern ihres eigenen Ordens angegriffen. Ist ja schick. Was geht hier vor? Wo ist Monsieur Lafrenière? Er ist tot. Was? Lauf, ich erkläre dir später. Tschüss. Lauf. Der da ist uns im Weg. Oh, na sowas aber auch. Dann ist er endlich tot. Aua. 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 Was ist? Ich weiß nicht, wie wir wieder rauskommen. Ich klettere hoch und sehe mich um. Alles klar. Komm, lad auf, Adlerauge. Rott dich nochmal. Irgendeine Idee? So. Also, wir sind hier. Da ist eine Tür. D wäre zu viel gesagt. Also da geht es schon mal nicht lang. Wenn wir den Weg nehmen, kämen wir da raus. Ja, nun wart's doch mal ab, Elise. Ich muss mir den Weg so ein bisschen einprägen. Heps. Lass sie nicht entwischen! Wer wagt es? Nun hört er auf zu fragen und läuft mir einfach hinterher. Unfassbar. Guten Tag, der Herr. Warte. Hier ist lang. Findet sie. Komm, Hurensohn. Ich leg dich um. Irgendeine Idee. Oh.
Frames machen manchmal so ein bisschen, was sie wollen. Tada! Wie kommen wir hier? Zwei von ihnen voraus. Du übernimmst den, ich nehme seinen Freund. Okay, keine Ahnung, von wem du redest, aber... Zu viele, um vorbeizuschleichen. Wir müssen das zu zweit erledigen. Schalten wir sie aus, leise. Leise. Okay, leise ist mein zweiter Vorname. Machst du die Fliege? Ich glaube, das waren alle. Soweit gut, aber vor uns ist noch eine größere Gruppe. Hast du eine junge Frau hier langkommen sehen? Nein, tut mir leid. Warte! Sehr gut. Schützen! Ich sehe sie. Vielleicht hast du vom Dach aus bessere Sicht. Omar! Usuku! Vom Dach, na klar. Wo genau soll ich hin? Ah ja. Ich kletter mal hoch. Krieg ich den Typen nicht. Der letzte von ihnen. Lass uns verschwinden. Oh Gott, sie sieht echt merkwürdig aus in der im Adlerblick. Sie können nicht weit sein. Findet sie. Geh schon. Ich lenke sie ab. Vertrau mir. Triff mich morgen im Café Theater. Dann erkläre ich alles. Du spinnst. Ich werde da sein. Mich verspäten. Soll das heißen, dass er sich verspäten könnte? Guten Tag, die Herren. Habt ihr einen Termin? Aua. Immer schön artig bleiben. Aua. Okay, ich sollte zusehen, dass ich hier wegkomme. Lauf, 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 lauf. Ach, mit müde hat das nichts zu tun. Ich bin nur fast tot, wenn ihr weiter auf mich schießt. Wie Feiglinge. Sie haben ein neues Andenken in der Kammer der Andenken freigeschaltet. Das ist auch schön. Gott, bin ich immer noch pleite? Ich dachte, für die Mission eben gab es Geld. Ist ja schlimm. So, warte mal. Ich wollte mal kurz in die Ausstattung gucken. Wir haben einen Umhang bekommen. Das heißt... Was soll das heißen?
Brust vielleicht? Mantel? Irgendwas? Ausgeschneiderter Mantel, das ist sehr schön. Schick. So, das sind. Das ist hier nur Beine, Teil hier, da gibt es hier auch keinen Umhang. Unterarme auch bloß nicht. Oder warte mal, hier gibt es Umhänge. Maßgeschneiderter mittelalterlicher Umhang. Schleichen wird verschlechtert, aber Gesundheit verbessert. Nehmen wir den mal. Gesundheit ist das, was ich am meisten brauchen kann gerade. Aus der Bastille entkam, ließ ich die Leiter zurück, die ich aus Schnüren und Feuerholz hergestellt hatte. Sie ist berühmt, aber die Bastille wird wegen der Plünderungen bewacht. Könntet ihr, Bürger, mir die Strickleiter zurückholen? Sie ist irgendwo in diesem großen Gebäude. Den genauen Ort müsst ihr vom Quartiermeister erfragen. Mhm. Den Quartiermeister aufspüren. Warte mal, da ist eine wertvolle Truhe irgendwo. Die muss ich eben plündern. €1.500, yay! So macht man Geld. Vielleicht sollte ich auch einfach mal durch die Straßen Berlins laufen und einfach irgendwelche Kisten aufmachen. Bedenken wegen Ordnungshütern? Ach. Aber wenn die alle hier sein dürfen, warum ich nicht? Warum ist das ein Sperrgebiet? Also einfach den Typen jetzt zu bestehlen. Weil vorne die Wache rumsteht und mich beobachtet. Danke herzlichst. Ab zum Gefängnis. Gibt einen Weg raus, also muss es auch einen Weg reingeben. Ah ja. Das sieht doch vielversprechend aus. Ach ja, ist ja eigentlich noch gar nicht so lange her. Da waren wir selbst hier drin. Aber schön, hier haben sie Streckbänke. Das ist richtig beruhigend. Was zum Teufel?
Das ist immer ganz praktisch, dass man sieht, wo einen die Wache zuletzt gesehen hat. Hätte schwören können, er kam hier entlang. Nun kann die Bastille bestimmt auch andersrum ablaufen. Warum sind die Gefängniszellen eigentlich alle offen? Warum sitzen dann da Leute drin auf dem Boden? Die könnten längst aus dem Fenster gehüpft sein. Und hätten geschrien, Freiheit! Wiedersehen. Yep. Lass los. Sollte zusehen, dass ich erstmal aus dem Berggebiet hier rauskomme. So, hier soll irgendwo eine Kiste sein. Hallo? Kiste, Kiste, Kiste? Wahrscheinlich irgendwo unter mir. Eine Assassinen-Silhouette. Nein, ich will keiner laufenden Koop. Schließt euch uns an. Ich will keiner laufenden Koop-Mission beitreten. Hier mal durch. Gott. War der wirklich auf der anderen Seite vom Gefängnis? Das ist ja widerlich. Alles klar, ich weiß auf alle Fälle, was hier los ist. Die Bürger bereiten ihre große Revolution für den Sturm auf die Bastille vor. Hey, da raus. Kanonen haben sie auch schon aufgestellt, also hier geht's bald richtig ab.
Ah, soyez le bienvenu, monsieur. Ouh, il pourrait faire remonter sa famille à Saint-Louis. Dach. Hab Dank, mein Freund. Das ist ein schönes Andenken. So, immerhin gibt es 800 Francs. Kann man nicht meckern. Einem geschenkten Gaul gucken, mache ich jetzt Maul und so. Und endlich kann ich mir bei dir mal hier den Medizinbeutel vollkaufen. Das geht ja auf keine Kuhhaut. So, Phantomklingen sind auch alle leer. Berserkerklingen haben wir voll. Kirschbomben bräuchte ich eine. Okay. Damit wir uns verstehen, ja? So, was hast du für eine Mission für mich? Kritik am Kritiker. Es muss verhindert werden, dass staatliche Zensoren Theaterproduktionen unterbinden. Ja, da bin ich voll bei dir. Bühnenautor, Diplomat und bon vivant. Es hieß, ihr könnt mir helfen. Die Zensoren unterdrücken neue Stücke, darunter auch eines von mir. Sie zahlten für eine schlechte Kritik und wollen nun die ganze Inszenierung zensieren. Könnt ihr die Kritik stehlen, bevor sie gedruckt wird und dann, die Zensoren zensieren? Alles klar, den Kritiker finden. Wo ist er denn? 120 Meter entfernt. Schon mal betont, wie schade ich es finde, dass das Adlerauge hier zeitlich begrenzt ist. Gott. Warum sollte sich ein Kritiker so mit Wachen flankieren? Ist ja lächerlich. Alles klar. Die Leute lieben schlechte Kritiken und diese wird vom Moschee vernichten. Dabei habe ich das nicht mal gesehen. Echt gut genug. Ich gebe dir eine Woche, um es herauszufinden, und dann komme ich wieder. Ich nehme dich die Fähren hin. Den Hauptzensor finden. Ich kann den Verbrecher da hinten leider nicht entkommen lassen. Sorry, der muss sterben. Guck mal, wie er schon rennt. Er weiß, dass er was falsch gemacht hat. Thank you.
sollte der Weg da rein auch einfach sein. Zeit, die Luftröhre zu reinigen. Ja, warte, ich helfe dir dabei. Hier hast du deine Luftröhre gereinigt. Ja. Kurz und schmerzlos. So, aber ich würde an dieser Stelle schon sagen, sind wir wieder am Ende der Folge angelangt. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like und einen Kommentar da. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Unity wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Voices joined will never tire, brothers all our way. Streets they run with blood and fire, the price of liberty. My revolution carries me in a moment lost in time. My rouge, je te cherche, où es-tu?